Wann entstehen Rezessionen? Dieser Frage gehe ich nach in diesem Marktgeflüster, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Damen und Herren, ja, wir hatten ja letzten Freitag diese Daten zum deutschen Einkaufsmanager-Index. Gewerbe vor allem aus der deutschen Industrie, katastrophal. Das hat zu einem Beben an den Anleihenmärkten geführt. Und hier haben sich wichtige Zinskurven invertiert, mithin rentieren also die kürzer laufenden Anleihen höher als die länger laufenden Anleihen. Das sorgt dafür, dass Banken keine Margen mehr haben, bei der Kreditvergabe vorsichtiger werden. Dementsprechend ist das immer ein sehr, sehr gutes Rezessionssignal. Aber was muss eigentlich als Vorbedingung erfüllt sein? Blicken wir mal in die Vergangenheit zurück, vor allem auf die Invertierung der dreimonatigen und zehnjährigen US-Staatsanleihe. Und wir sehen jedes Mal, wenn wir hier unter die Nullerachse gegangen sind, dann haben wir hier dieses Grau straffierte, dann hatten wir danach eine Rezession, nächste Rezession, Dotcom-Blase, nächste Rezession, Finanzkrise, jedes Mal vorher unter die Nullerlinie die Relation zwischen 10-jähriger und 3-monatiger US-Staatsanleihe. Und man kann sogar relativ genau sagen, wann, beziehungsweise man kann abschätzen, wann es zu einer solchen Rezession kommt, nämlich normalerweise knapp nach einem Jahr. Das zeigt hier folgende Tabelle, die ich Ihnen hier mal darstelle. Da haben wir die verschiedenen Jahre 1969, 73, 78, 80, 89, 2000, 2006. Und wir sehen, wie lange es gedauert hat, bis nach der Invertierung der Zinskurve dann die Rezession einsetzte. 325 Tage, 140 Tage, 389, 236. Das letzte Mal hat es etwas länger gedauert, 487 Tage. Durchschnittlich also 311 Tage. Das ist etwas weniger als ein Jahr. Mithin würde das also ankündigen, dass wir in knapp einem Jahr auch in den USA eine Rezession erleben würden. Nun ist es so, dass nicht jede Invertierung zu einer Rezession führt, aber jede Rezession von einer Invertierung der Zinskurve oder einer Invertierung der Zinskurve vorher auftrat. Also jede Rezession hat eine Invertierung der Zinskurve als Vorgeschichte, aber nicht jede Invertierung der Zinskurve führt zu einer Rezession, weil eben möglicherweise Notenbanken dann agieren oder andere Dinge sich verändern. Aber das vielleicht mal ein kleiner Einblick in das, was da passiert. Wir hatten dann heute den deutschen IFO-Index und viele haben gesagt, Mensch, super, der ist doch besser als erwartet ausgefallen in der Headline-Zahl, aber das verbirgt die weniger schöne Realität hinter den Zahlen. Denn, das habe ich hier mal dargestellt, wir sehen hier den Bereich Industrie, der ist weitergefallen. Wir sehen also, der Sinkflug der deutschen Industrie setzt sich fort. Vor allem die Erwartungskomponente, also das, was die Befragten hier erwarten, ist so schwach wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr. Und es waren die Dienstleister, hier die Binnenkonjunktur, die also das Ganze nach oben gezogen haben. Hier sieht man das, Dienstleister, während der Manufacturing-Bereich, also das produzierende Gewerbe, weiter im Sinkflug ist. Nun ist es aber so, dass der Dienstleistungssektor erstens vom IFO-Institut erst seit April 2018 überhaupt berücksichtigt wird, also noch nicht mal seit einem Jahr. Wäre das nicht der Fall, dann wäre der IFO deutlich schwächer gewesen. Und zweitens ist eben der Dienstleistungssektor ein nachlaufender Indikator. Market hat am Freitag klar gemacht, wir haben das erste Mal wirklich Stellenabbau in der deutschen Industrie und das wird früher oder später dann eben auch auf den Binnenkonsum, auf die Dienstleister zurückstrahlen. Wir müssen uns nur mal in die Vergangenheit versetzen, als Deutschland wirklich boomte. Da waren es ja meistens, war es eben die Industrie, die boomte und der Dienstleistungssektor hat lange gebraucht, bis das dann wirklich ankam. Jetzt haben wir sozusagen den Echo-Boom noch im Dienstleistungssektor und der Frühindikator, das, was die Zukunft uns anzeigt, nämlich die Industrie, die ist schon im freien Fall. Schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an. Wir haben die Invertierung der Zinskurven, aber wir haben vor allem auch ein beunruhigendes Phänomen. Erstens haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen senkt, statt sie anzuheben. Die liegt inzwischen bei fast 70% bis zum Januar 2020 und noch viel beunruhigender ist, dass wir jetzt in der Situation sind, dass wir fast 10 Billionen an emittierten Staatsanleihen weltweit mit Negativrendite haben. Also das zeigt so ein bisschen, was die Anleihenmärkte spielen, warum diese Invertierung der Zinskurve ist. Die Anleihenmärkte haben eine ganz klare Botschaft, die heißt, es kommt eine Rezession. Die Aktienmärkte haben
insofern als ein Problem, als eben die globale Wirtschaft sich abzuschwächen scheint, gleichzeitig aber auch die Unternehmensergebnisse, zumindest die Erwartung derselben, sich deutlich abzuschwächen scheint. Und wenn dem so ist, dann ist etwa der S&P 500 derzeit mit einem KGV von 17 nicht gerade günstig bewertet. Schauen wir uns das Geschehen heute an, an den Märkten. Wie gesagt, der IFO war so ein bisschen das Hauptding, das zu verarbeiten war. Blicken wir auf den deutschen Leitindex 11.348. Der hat sich zunächst mal ein bisschen gefreut über den IFO-Index, die schönere Headline, aber es ging nicht mal bis zur 11.400er Marke. Dann war erstmal wieder Schluss. Und der DAX hatte recht, denn die DAX-Unternehmen, das sind vorwiegend Industrieunternehmen, nicht Dienstleister, nicht Bauunternehmen, nicht Gastrogewerbe, nicht also Binnenkonsum, sondern es sind eben weltweit agierende Firmen. Und es ist der Welthandel, der derzeit Probleme hat. Schauen wir uns die Geschichte im größeren Zeitfenster an, wenn sie denn kommt. Da tut sie sich langsam auf. Wir sehen nach wie vor, da ist relativ wenig Erholung beim DAX. Was machen die Kameraden in den USA? Da haben wir den S&P jetzt bei 2.798 Punkten. Man hält sich also in Sichtweite der 2.800er Marke. Mal sehen, wie das hier weitergeht. Wir haben den Dow Jones bei knapp 25.500 Punkten. Wir haben den so bullischen Nasdaq, den lange so bullischen Nasdaq jetzt bei 7.309 Punkten. An der Devisenfront sehen wir, naja, teilweise Dollarschwäche, die sich jetzt aber wieder ein bisschen rückabwickelt. Der Euro-Dollar bei 1,1311. Wir haben das britische Pfund bei 1,3168. Es sieht wohl so aus, dass Theresa May keine Unterstützung bekommt für ihren neuen Brexit-Deal. Angeblich hat sie vielen Parteigenossen angeboten, wenn ihr diesem Brexit-Deal zustimmt, dann trete ich zurück, aber es scheint nichts zu helfen. Das wird noch ein ziemlich heikles Thema. Wir sehen den Dollar-Index jetzt ziemlich genau bei der 96er-Marke, sehen, dass Gold nach oben geht, 1321, haben Silber bei 15,54 $ und haben das amerikanische Crude Oil in wilden Bewegungen bei $58,98. Was brauchen die Bullen jetzt? Sie brauchen dringend diesen Deal USA-China. Jetzt wird ja Donnerstag, Freitag werden Mnuchin und Lighthizer nach Peking fliegen. Dann am 3. April, also die Woche drauf, kommt dann Liu He nach Washington. Das muss jetzt passieren. Oder die Weltwirtschaft muss sich wundersam erholen. Das ist das Thema, das die Bullen jetzt brauchen, dass da irgendwie ein Gamechanger reinkommt, dass wirklich der große Deal kommt zwischen den USA und China mit der Abschaffung der Zölle. Aber genau das scheint das Problem zu sein. Trump will das als Faustpfand nicht aus der Hand geben. Und China scheint darauf zu bestehen, dass die Attacken gegen Huawei aufhören. Und beides ist derzeit irgendwo nicht absehbar. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend und sage Tschüss.